Hallo, ihr süßen Puppies, ich bin's, eure Jurassic Parker. Hi! Und wir schminken uns heute zusammen ab. Guckt euch mal diese Haare an. Guckt euch mal diese Haare an. Die nehmen wir jetzt ab. Oh mein Gott, das ist schon so fantastisch. Auch das ist süß hier. Guck mal, ist das süß gestaltet? Guck mal jetzt hier. So. Guck mal hier. Zweimal. Wow. Wow. Ich habe Abschminktücher. Die hat mir mein Mann mitgebracht. Ich glaube, die sind aus dem 1-Euro-Shop, wirklich. Die heißen Love Your Skin Deep Facial Cleansing Wipes. Ich sag mal Folgendes. Ich habe die schon mehrmals benutzt. Die sind richtig scheiße. Geil. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Guck mal hier. Oh, wow. Ist das süß gestaltet. Und da sind nur noch hier diese schwarzen Löcher über. Von Rossmann. Essence Eye Make-Up Remover Waterproof. Augen-Make-Up-Entferner reinigt besonders schnell und gründlich. Dazu benutze ich hier aus diesem fantastischen, süßen, kleinen Wattepad-Schlauch Lily B. Cosmetics, auch von Rossmann, 120 Wattepads aus 150% Baumwolle, ja. Die kann man hier unten einfach ganz süß einfach aus dem Schlauch entnehmen. Auf die Wattepads geben. Dann geht's los, Schatz. Guck mal hier. Oh, guck mal hier. Guck dir das an. Ist das geil? Den Unterschied, den ihr gleich sehen werdet, zwischen links und rechts. Und den gibt es nicht nur in der Politik, den gibt es auch in meinem Gesicht. Wow. Er brennt wahnsinnig in den Augen. Sebamed für unreine Haut. Ich habe natürlich keine unreine Haut. Ich hoffe, da ist noch was drin. Gut, da ist gar nichts mehr drin. Toll. Ein bisschen ist noch da. Hände nass machen und dann diesen Reinigungsschaum zwischen den Händen verreiben und dann. So, ich bin wieder da. So, passt mal auf. Oh Gott, ich bin so süß. Guck mal hier. So. Und es reicht jetzt auch. Ich benutze immer nach dem Schminken die Mandelgesichtspflege von Veleda. Oh Gott. Bye! Guck auch meine anderen Videos, die sind genauso fantastisch wie das, was du gerade gesehen hast. Und zwar da und da. Ah.